Ja, hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir gestern diese Überraschung der anderen Art hatten, beziehungsweise der 20. und der erste, oder das Türchen vom 20. und das Türchen vom 1. waren sich direkt gegenüber und ich habe wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit am 1. den Inhalt beider Sachen rausgeholt. Deshalb haben wir jetzt am 20. oder gestern am 20. etwas die lange Nase gehabt. Nun ja. Beim 21. sollte das nicht passieren, hoffe ich. Wir schauen mal rein. Ja, nanu. Herrlich. Und es sind wieder Sticker drin. Stickerbogen Nummer 2. Wir hatten ja schon mal einen. Und auch den gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, hier haben wir die zweiten Sticker, aber ja, für uns nicht von Relevanz, weil ich ja nun eine ganz andere X-Junge baue. Aber wie auch die anderen, fein gedruckt, aber nicht zu gebrauchen. Ja, stattdessen, ne, das ist ja Stand gestern gewesen, ne, also wir haben die Lackierung soweit fertig und jetzt geht's weiter mit Teilen. So, es sind ja hier die Triebwerke, sind ja soweit soweit schon vorangeschritten, dass man da was machen kann. Und ja, dann da nicht lange mit aufhalten. Und hier die Dinger bauen. Zack. Viel fehlt ja nicht mehr an den bei dem X-Wing, also sind noch ein paar Laserkanonen, die fehlen und die zweite Figur. Was heißt zweite Figur? Der Droide, ne? Und ja. So gesehen geht das jetzt hier Schlag auf Schlag, ist ja auch nicht mehr lange hin, ne? Von daher kann da jetzt auch gleich mal so langsam ein Ende in Sicht sein. Aber ist doch schön, dass nach den anfänglichen nur Farbvorstellungsteilen jetzt auch ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt. So. Nun denn. Dann muss hier einfach nur das Triebwerksoberteil draufgeklippt werden. So, natürlich kann man noch einen Tropfen Kleber ranmachen, dann hält das alles ein bisschen besser. Aufpassen sollen. Denk nach. Naja. Wie gesagt, zum Glück noch kein Kleber dran. So, jetzt muss man hier mal schauen. Hier sind nämlich hier so Profilierung an der Seite. Klack. So passt es nämlich jetzt. Das kann ich gleich versäubern. Versäubern. Der kommt hier ran. Weil ansonsten sieht das alles etwas seltsam aus. Und jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, easy click. Wäre Kleber dran, hätte ich echt ein Problem gehabt. Das ist aber fertig. Das sind die. Klappen die Teile. So, muss ich mal schauen, wie die rankommen. Okay, die werden einfach auch nur geklipst.
noch besser. Das ist einmal 20. Und 19. Nehmen wir hier mal so ein Teil in die Hand und so, nicht, dass ich jetzt wieder hier so einen kleinen Fehler einbaue, dass ich hier die Seiten vertausche. So, das ist nur geklipst, also muss der hier irgendwie reingeschoben werden. Das andere in grün. Ist ganz cool, dass man das dementsprechend noch öffnen kann. Ne? Wie geht's? Dann habe ich nämlich einmal die Möglichkeit, das zu lackieren und das zu lackieren, dass ich saubere Übergänge habe. Und natürlich noch die Option Darstellung im Flug, was ich ja gestern, glaube ich, war das, angesprochen hatte. Wenn ich der Meinung bin, das sieht jetzt so langweilig aus, das muss ich jetzt mal ändern. So, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Dann muss ich hier ran. So, ich muss mal gucken, dass ich jetzt eine gewisse Symmetrie hinkriege. Das muss da. Hier hin. Und der andere muss dorthin. So. Das passt auch soweit. Jetzt werden diese Teile hier, müssen wir mal gucken, wo oben und unten ist, gibt es da einen Unterschied? Nicht wirklich. Das sieht sehr symmetrisch aus. Gut, da muss jetzt dieser Intake muss da eingesetzt werden. Auch mal eben viermal rausknippern. So. Und der wird jetzt so reingesetzt. Und hier muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man oben und unten nicht vertauscht. Das soll unten sein. So. Und das passt noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht das andere doch unten. Schwierig zu erkennen. Na. So, hier muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Hier hat man keine Führung. Da kommt die Oberseite der Triebwerke rauf. Und das passt dann auch
wie geflutscht. So, und hier hat man so Führungsnasen drinne. Und dann passt es auch wie geflutscht. So, und wir können den Fahrwerkschacht noch öffnen. Und schließen bei Bedarf. So. Ihr hier ran. Und ihr hier drauf. Na. Okay. Und nun? Laserkanonen haben wir noch nicht. Kann oben und unten verbunden werden. Das haben wir schon. So, das Oberteil. Seite. Er kommt hier rein. Hier noch vorgesetzt. Das ist die Frage. Das wäre es jetzt hier. Ich scheitere an einem Easy Kit. So. Der kommt hier. Kann auch sein, dass der eingesetzt wird. Wenn oben und unten zusammen sind, ist alles möglich. Ups. Und hier schon mal eben clevererweise was abschleifen. Loki. Ja, das sieht so danach aus, dass man den. Das wird Bild hier. So, zack. Zack. Das ist drin. Und. Das Teil wird jetzt hier hinten reingesetzt. So, dann kommt da natürlich ein Trockenkleber ran. Dann hätte ich den vorher doch einsetzen sollen. Ach Mensch. Na. So ist richtig. Ja, Stand hier. Soweit. Montage war doch ein bisschen komplexer. Was heißt komplexer? Aber nicht so easy breezy, wie ich es gedacht habe. Aber sollte kein Problem sein. Ja, wir haben jetzt hier schon wieder, oder ich habe jetzt hier schon wieder eine Viertelstunde rumgedoktert. Ja, morgen wird die Kiste maskiert oder nee, gar nicht, was das maskieren, das haben wir ja schon gesehen, wie das geht. Das mache ich gleich hier nach im Anschluss, also die Scheibe maskieren und dann geht es dann auch weiter mit der schwarzen Grundierung und dann der grauen Grundfarbe. Aber das soll es jetzt erstmal heute gewesen sein und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen
Und ja, wie gesagt, X-Wing nimmt Form an.